Herzlich willkommen und zurück zu LS17 auf der Map Silbersusum. Ja, wir waren in der letzten Folge dabei, unser neu gekauftes Feld abzuernten, weil das schon erntereif war. Ich würde sagen, wir ziehen nochmal hier eine Runde. Und dann können wir mal, weil wir haben ja, wir müssen den auch abfahren. Wir ziehen die Runde nochmal selber hier. Dann schmeißen wir den, was sagen wir mal, Helfer. Naja, Helfer kriegt das bestimmt nicht hin. Wir haben ein Vorgewende gemacht. Ja, wir haben vorne ein bisschen mehr gemacht. Machen wir mal kurz. Feldarbeit. Feld 47. 47. Wir starten in der Nordwest, gehen Richtung Osten. Ein Vorgewende müsste eigentlich reichen. Da bin ich mal gespannt. Ja, ein Vorgewende, das reicht. Da müsste da hinten eigentlich auch alles mitkriegen. Sehr schön. So. Dann werden wir ihn nach vorne gleich anmachen. Wir können ihn eigentlich auch hier direkt anmachen. Können wir mal gucken. Wo fährt er denn jetzt lang? Fährt er hier erstmal weiter? Genau, er fährt hier erstmal weiter. Das ist schön. So. Du stehst ein bisschen schräg. Das finde ich nicht schön. Wo ist... Da ist er. Unser schöner Manns, den wir jetzt brauchen. So, wir kommen doch da gar nicht übers Feld rüber, oder? Doch, ich glaube, wir kamen da rüber. Aber ich hab mir einen Plan gemacht, dass wir können ja nicht immer durch unsere Saat fahren. Das haben wir ja festgestellt, vom Feld zu Feld. Wir werden die innere Seite werden wir auf jeden Fall nochmal Gras pflanzen. Und dann können wir immer schön übers Gras fahren. So. Bin mal gespannt, was er macht. Wir lassen ihn einfach mal fahren und gucken, was passiert. So. Aber ich muss noch mal kurz gucken. Wir haben jetzt Flügen angestellt, glaube ich, ne? Flügen notwendig. Sehr schön. Dann könnten wir eigentlich unseren Flug schon mal holen. Dass wir das Feld demnächst dann gleich wieder bearbeiten können. So. Unser guter Flug. 4 Schar oder 5 Schar? 4 Schar. Passt. So, weil wir müssen dann auch mal gucken, dass wir irgendwann mal Geld verdienen. So, als nächstes mal vielleicht Raps oder so anpflanzen. Irgendwas, was wir gut verkaufen können. Müssen wir mal gucken, was wir aus den Feldern noch alles so rauskriegen. So. Hier ist frei. Hier ist auch frei, das ist sehr schön. Da können wir schon mal fahren. Ich kann gar nicht fliegen, ne? Ich bin nicht der Flugfan. Oh, was macht er denn? Was macht denn unser Thresher? Ah, er fängt es ab, hoch und runter zu fahren, das ist okay. Entschuldigung, lass uns mal bitte durch. Wenn wir den jetzt schon anmachen würden. Ich weiß gar nicht, ob die sich in die Quere kommen. Was macht er denn? Was macht er denn? Okay, wir lassen ihn noch erstmal ein paar Bahnen fahren. Wir fahren den mal ein bisschen zur Seite hier. So, genau, ich kann es euch mal zeigen, weil die Felder gehören jetzt alle uns, die zusammengehören. Aber wir müssten jedes Mal durch unser Feld fahren. Das finde ich nicht toll. Also werden wir doch mal ein bisschen vom Feld abgrenzen. Werden wir hier mal eine Spur immer Gras pflanzen. Dass wir immer hier schön lang fahren können zu unseren Feldern. Können wir alle 3 Felder von unserem Hof direkt immer abfahren. Okay, okay, ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme.
Ich komme, das wird so nix, das wird so nix. Das machen wir gleich mal weg. Ich werde selber hier machen, ist okay. So, dann erstmal werden wir ihn abtanken kurz, dann werden wir das schnell selber hier noch ein bisschen das Feld machen. Das sehe ich, das hat so keinen Sinn. Die stellen wir hier mal an den Rand ab. So. Das soll ich gleich befüllen können. Dann werden wir mal eine Runde drehen und dann werden wir es halt selber hier weiterhin machen. Da waren wir ein bisschen zu schnell. Entschuldigung. Ist das Rohr hoch genug? Sehr schön. Da kommt der erste Mais in unseren LKW. So, dann stellen wir dich schon mal so lange an. Du kannst gleich losflügen. So. Feldarbeit. Zack. Feld 67. Passt. Ah, Vorgewände. Machen wir mal. Ja, da müsst ihr mit hinkommen. Und da können wir noch gar nicht vier Vorgewände. Startrichtung Nordwest, Richtung Osten, zack. Ja, das müsst ihr eigentlich hinbekommen. Einstellen. Ab in unseren Drescher, das waren die Pferde von meiner Tochter. So, dann werden wir mal hier weiter dreschen. Das Mais vom Feld holen. Dann wird der Helfer wird schon mal pflügen. Dass das Feld direkt als nächstes wieder direkt angesät werden kann. Und dass wir mal gucken, was wir als nächstes hier pflanzen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt nur auf und ab. Nicht hier immer hoch und runter. Also doch hoch und runter, aber wir nehmen diese kleine Kurve hier mit. Er fängt schon an zu flügen. Ich bin auch der Meinung, dass die Bauern, nachdem sie den Mais runtergeholt haben, wirklich flügen, weil Maisstangen unten, die sind echt hart, die Pflanzen, und auch dick. Ich weiß nicht, ob da so ein normaler Gruber, vielleicht kommt auch ein normaler Gruber durch, aber da braucht die Zugmaschine wahrscheinlich richtig viel Power, um da durchzukommen. So, aber unser Dominator, der schlägt sich ganz schön gut für unsere erste Ernte, unser erstes Maisfeld. Das ist auch hier jede Menge Mais, ne? Na, mal gucken. Wir können es ja auch schön einlagern, wir können es zum Bauern bringen, das werden wir sowieso machen, dass wir leicht Schweinefutter herstellen können. Das nächste Feld wird dann hinten das Weizenfeld sein. Das ist auch schön. Dann können wir gleich dann den Weizen auch reinkippen, dass unsere Futterproduktion losgeht. Dann können wir Getreide trocknen ohne Ende. Das ist sehr schön. Mal gucken, wir müssen ein bisschen Gas geben. Nicht, dass der... Gut, aber der dürfte uns eigentlich nicht so schnell einholen. Da hinten machen wir nochmal ein Vorgewände. Hier Vorgewände macht er, also fährt er da lang. Ah, müssten wir vielleicht auf der anderen Seite nochmal runterfahren. Dann haben wir auf jeden Fall genug Zeit und Platz, um ständig hoch und runter zu fahren. So. Hier außen könnten wir natürlich auch lang fahren. Aber wir lassen nur den inneren Kreis, würde ich sagen. Oder hier können wir auch halt ein bisschen was wegmachen. Eine Spur vielleicht. Ich muss das dann sehen, wenn wir flügen, ob der nicht auch das Gras durchflügt. Aber das zählt ja dann als... Das weiß ich nicht. Wenn wir jetzt doch hier dann hinten Gras ansehen... Nicht anflügen. Wenn wir hier Gras ansehen und wenn wir den Flug wieder losschicken, ob er uns das Gras wegmacht, das müssen wir mal gucken. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das passt schon. So. Oh, er hat uns echt aber schon weit abgehängt, ne? Na gut, wir fahren hier auch nur so mit 10 km/h.
Vielleicht glaube ich mit 14, 15. So, zack. Ja. Ah, es passt schon. So, und weiter geht's hier runter. Hat er seine vier Vorgewände, die kann er dann hier schön machen. Und dann können wir an der anderen Seite hoch und runter fahren. Das passt dann. So, aber ja, mit den 6 Metern kommen wir eigentlich relativ gut hin. Zwar trotzdem großes Feld dafür, aber das geht schon. So, aber mal gucken, wie viel Mais. Gut, das Feld ist auch gar nicht gedüngt, ne? Gar nichts ist hier drauf, sonst hätten wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Ertrag. Wir wollen mal sehen, wie viel Mais hier wirklich rauskommt aus dem Feld. Wie viel wir einlagern können. Fangen wir mal ein bisschen Innenansicht. Die Karte können wir mal wegmachen. Uah, noch einmal drücken. Ja, schön gewachsen sind sie auch. Ein bisschen weiter rüber müssten wir schon. Das ist immer doof, das sieht man nicht immer ganz genau, wenn man so innen fährt. Aber so passt das ja. Genau. Und er hat schon seine erste Runde geschafft. Er hat uns echt um eine halbe Runde fast abgehängt. Ja, das ist schön. Dann ist das Feld, weil wir müssen ja alle Felder pflügen dieses Mal. Wir haben es ja nicht gemacht vorher. Da habe ich gar nicht ran gedacht. Aber ist ja kein Problem. Wir pflügen danach alle Felder, dass wir das auch haben. So. Schon fast einmal rum. So. Einmal rum, 55% circa. Das ist okay. Einmal hier so rum. Ich würde das hier auch mal wieder gerade kriegen. So. Haben wir genug Platz gemacht für sein Vorgewände. So. Und hoch geht's. Er ist echt schwerfällig, unser. Gut, ist auch keiner der neuesten. Ne? Er ist schon ein bisschen gebraucht, deswegen war er auch nicht ganz so teuer. Hier sieht man so schon ein bisschen Rost. Ist auch nicht das neueste Modell der Class-Reihe, aber er macht seine Arbeit. Später können wir uns natürlich was Größeres kaufen. Aber jetzt reicht das erstmal. Oh, da hinten kommt er uns schon wieder entgegen. Das ist schön. Dann bin ich gar nicht sicher, ob wir nochmal danach direkt nochmal grubern müssen. Aber das könnte durchaus möglich sein. Ah, wir haben genug Traktoren, die gleich danach auch starten können. Das sollte kein Problem sein. So. Was wollen wir als nächstes anpflanzen? Na, das entscheiden wir, würde ich sagen, nachdem wir die Ernte reingefahren haben, was wir noch wirklich so haben. Wir müssen auch die ganzen Strohballen, die müssen wir ja auch holen und einlagern. Das wird auch nochmal eine kleine logistische Meisterleistung. Aber wir werden sie auch, könnten sie auch direkt verkaufen. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Schweine hier, glaube ich, sie brauchen Stroh. Ich glaube, Stefan, der hat auch in echt für die Schweine Stroh drin. Hat er, ich bin mir nicht ganz sicher, doch hat er, glaube ich. Hat mal wieder angefangen, sein V-Lock wieder komplett zu sehen von Stefan, von den echten Stefan vom Sibasusum, von echten realen Spiel, wollte ich gerade sagen, Leben, Real Life. Habe ich wieder angefangen von vorne anzugucken. Ich bin jetzt bei Folge 4. Immer wenn ich so Zeit habe, gucke ich mal ein, zwei Folgen. Glaube ich 144, 145 Folgen hat er schon. Ja, ich habe, glaube ich, damals angefangen wirklich mit Folge 10, 15 zu gucken. Ich habe auch, glaube ich, bis 60, 70 geguckt, aber ist auch schon wieder her, ihr wisst es. Ja.
Man lernt da echt interessante Sachen, vor allem wenn man Landschaftssimulator spielen will und so einiges real spielen will. Da sieht man so einiges, was man machen kann und wie was in echt gemacht wird. Ich wusste, ein paar Sachen wusste ich, aber nicht alles. Das ist sehr informativ. Ich könnte es jedem von euch empfehlen. So, und rum hier. Rückwärtsgang. Ja, machen wir ruhig die Seiten gleich mit, dann wird werden die zwar ein bisschen kürzer, aber dann werden wir auch schneller fertig. Wäre Schwachsinn, wenn wir jetzt einmal nur wieder rumfahren und runterfahren. So. Die sind immer noch ewig lang, die Reihen. Deswegen geht das noch, wenn sie mittelgroß sind, dann können wir mal von rechts nach links fahren, einfach nur. So, zack. Und weiter geht's. Er hat uns echt schon wieder eingeholt, fast, ne? Bin mal gespannt, wann er uns überholt. Aber das ist sein drittes Vorgewende, ne? Ja. Das ist sehr schön. Unser guter Helfer. Wir sind gleich voll. Wir sind nicht gleich voll, wir sind jetzt voll. So, dann wollen wir mal den Mais holen. Unser guten Manns 55-16. Wow, komm. Wow. Oh, der schlittert aber auch hier, ne? Ich weiß gar nicht, was ich für Reifen aufgezogen habe. So, wollen wir mal. Ich finde das schade. Irgendwie ist das bei mir verbuggt. Der Anhänger ist normalerweise günstiger, das weiß ich. Ich weiß gar nicht, warum der bei mir 55.000 kostet. Gut, zur Not beißen wir halt den sauren Apfel und holen den uns, ne? Für die großen, langen Felder. Gut, das ist jetzt auch kein optimaler, den man sonst nutzen würde für Saatgut oder Getreide oder Mais hier. Aber wir haben hier lange Wege und wir fahren sonst mit so unseren Schlepper fahren wir ein bisschen langsam. Deswegen dachte ich mir, können wir den ruhig nehmen. Ich finde es okay. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Manns haltet. Da können wir natürlich auch mal ein Foto machen. Hier direkt vom Abladen. Und zack, sehr schön. Unser Manns kriegt auch nochmal ein Foto. Mit den Glas im Hintergrund. Zack. So, ich muss mal ein bisschen zur Seite stellen. Vielleicht kommt der Trecker wieder, ne? Ich können wir ja mal hier stehen lassen. So, zack, starten. So, einfahren und weiter geht's. Ich glaube, er müsste mit den vier Vorgewände hinkommen. Das glaube ich jetzt seine dritte müsste das sein. Oder schon seine vierte. Mit hoch und runter fahren müsste das eigentlich genug Platz sein, was er hat. Bin ich der Meinung. So, aber Leute, hiermit endet diese Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play LS17 auf der Map Silbersusum. Ihr wisst es. Schaltet ein zur nächsten Folge nächste Woche oder vielleicht mal ein Special wieder. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.